Ein Honigbienenvolk besitzt hervorragende Eigenschaften, um sich gegen Einflüsse von außen wie Umweltgifte, Krankheitserreger, Feinde, schlechte Wetterbedingungen und vieles mehr zur Wehr zu setzen. Resistenzmechanismen sowohl auf individuellem Level als auch auf Basis des ganzen Superorganismus Bienenvolk wurden im Laufe der Evolution entwickelt. Will man nun gezielte Untersuchungen, zum Beispiel über Pestizidverträglichkeit oder Krankheitsresistenzen machen, ist es notwendig, das äußerst komplexe Zusammenspiel tausender Bienen und Umweltfaktoren außer Acht zu lassen. Es ist zur Beantwortung solcher Fragestellungen notwendig, Bienenbrut im Inkubator isoliert zu halten und von Hand aufzuziehen. Eine schwierige Aufgabe ist es, die Königin im Gewühl tausender Bienen zu entdecken. Will man altersdefinierte Larven für eine künstliche Aufzucht erhalten, muss die Königin in einer sogenannten Wabentasche gekäfigt werden. Circa 3 Tage nach der Eiablage schlüpfen die Larven aus den Eiern. Diese werden im Alter von wenigen Stunden in vorbereitete Weiselnäpfchen aus Kunststoff umgebettet. In den nächsten 18 Tagen werden sich die Larven bei konstanter Temperatur und definierter Luftfeuchtigkeit im Brutschrank zu fertigen Honigbienen entwickeln. Der Verdauungstrakt der kleinen Larven nimmt fast den ganzen Körper ein. Sie vervielfachen ihr Körpergewicht um mehr als das Hundertfache. In den ersten 6 Tagen werden die Larven einmal täglich mit einer vorgewärmten Futterlösung aus Fructose, Glucose, Hefe, Wasser und Gelée Royale gefüttert. Durch Zusetzen diverser Stoffe zum Futter eröffnen sich Möglichkeiten für unterschiedlichste Experimente. Das Futter wird mit Hilfe einer Pipette am vorderen Ende der Larven platziert. Die schon hungrige Larve beginnt sofort zu fressen. Bei dieser Gelegenheit werden der Entwicklungsfortschritt der Tiere auch unter dem Binokular kontrolliert und eventuell kranke Tiere entfernt. Ab dem 6. Tag nach dem Schlüpfen aus dem Ei wird die Larve nicht mehr gefüttert. Sie beginnt sich in ihrer Plastikzelle auszustrecken. Zu diesem Zeitpunkt ist die Zelle im Bienenstock bereits von anderen Bienen verschlossen worden. Die Metamorphose beginnt. Langsam setzt auch die Pigmentierung ein. Als erstes verfärben sich die Augen von einem zarten Rosa über Violett bis zum endgültigen Schwarz. Die Färbung des restlichen Körpers wird etwas später sichtbar. Von leichtem Gelb bis zu einem dunklen Braun. Langsam werden auch leichte Bewegungen des Körpers, vor allem der Antennen, sichtbar. Schließlich bewegt die junge Biene schon heftig die Beine. Silberglänzende Härchen bedecken den Körper. Mit Hilfe ihrer Mandibeln würde sie sich jetzt den Weg durch den Zelldeckel in die Freiheit beißen. Im Labor beginnt sie recht unbeholfen, aus ihrer Wiege herauszuklettern.